Hallihallo, Hallöchen. Ich will euch heute mal zeigen, wie man ein großes Familienbett selber bauen kann oder auch ein einfaches Bett halt selber bauen, ziemlich bodennah und nicht von oben weit runtersteigen muss. Und das ist eigentlich schon länger, habe ich das mal gebaut und ich kann das immer wieder auseinandernehmen und woanders hinbauen und das ist auch von Umzug einwandfrei. Das ist ein kleines Paket, nicht viel Holz. Ja, ich zeige euch das mal in ein paar Videos. So, also hier die Totale. Also das Bett ist insgesamt 2,40 Meter breit und 2 Meter lang. Dann sind hier, da ist die Fläche für 1 Meter Lattenrost und für eine 1 Meter Matratze. Und hier ist eine 1 Meter 40 Matratze, kommt hier hin. Da an der Wand habe ich ein Abschlussbrett. Das ist dafür da, damit man nicht so die Tapete abschwurbelt. Oben am Kopfende das gleiche mit einer kleinen Ablage obendrauf, damit man was draufstellen kann. Das ist aber ein bisschen schmal hier in dem Fall. Man könnte ihn noch ein bisschen breiter machen. Ist aber immer nur eine Platzfrage. So, ich habe das jetzt ganz einfach gemacht. Habe einfach im Baumarkt diese Lagerhölzer genommen. Oder Rahmen heißt das. Die sind 40 mal 20. Da habe ich 1, 2, 3, 4 Stück. Und zwar ist das für die Hinterlüftung gedacht. 4 Stück davon. Dann habe ich als Auflage dickeres Material. Das sind 52 oder 54 mal 34 sind die Lagerhölzer. Da liegt dann der Lattenrost auf, hier zur Hälfte jeweils. Außen komplett. Und als Abschluss, da kommen dann diese Rollroste drauf. Da sind sie zu sehen. Das sind ganz normale Rollroste von IKEA. Sind aber ganz gut. Also 1 Meter Rollrost und 1 Meter 40 Rollrost. Das Ganze verschraubt, nur an den Ecken. Ich habe mir auch schon Markierungen gemacht. Die hat es mal ein bisschen zu enge zusammen gehabt. Da waren die Rollroste zu sehr gepresst. Ne? Deswegen habe ich noch ein bisschen rausgerutscht. Hier ist das Schraubloch. Muss man nur gucken, dass es nicht zu lang ist, das Loch, sondern dass man unten den Fußboden reinschraubt. Ja, dann sozusagen Stellbrett von der Seite. Das habe ich auch lackiert damals. Also ein bisschen. Einfach so ein Parkettlack drauf gemacht, dass es schön glatt ist und abwaschbar. Habe ich dann später bei dem Brett, beim Fußendenbrett weggelassen. Und ja, und das Brett, das habe ich sogar weiß mit einer weißen Wachslasur gepinselt, dass das praktisch hier schön glatt ist und auch keine Fasern gezogen werden können, wenn man da mit der Bettdecke lang liegt. Wie gesagt, hier haben wir jetzt eine Hinterlüftung. Hier drauf kommt der Lattenrost drauf. Den rolle ich einfach drauf. Und am Fußende, damit die Lattenrüste noch nicht rausrollen kann, kommt dann noch dieses Brett dran. Und zwar kommt das ein bisschen höher, damit ich hier auch und von unten her, also sieht man so, eine Hinterlüftung reinkriege, dass die Lattenroste, ich zeig's mal kurz, das habe ich so gemacht, dass die Lattenroste von unten hinterlüftet werden und auch eine Luftzirkulation da ist. Viele legen einfach nur so eine Matratzen auf den Fußboden, das ist nicht gut. Die fangen dann irgendwann an zu schimmeln oder man muss sie ständig hochstellen, weil man doch relativ viel Feuchtigkeit beim Schlafen los wird, die man dann halt, ja, die schwitzt man einfach so durch die Matratzen. Ja, und das ist halt diese Luftschicht, ist die Isolationsschicht und auch dafür da, dass sie hinterlüftet werden und dann wieder austrocknen können. So, jetzt nochmal eine Totale. Die Rollroste sind noch eingefolt in Folie. Also hier wird einfach der Rollrost drauf gerollert. Am Ende verschraube ich die Rollroste mit einer großen Schraube. Hier jeweils rechts und links, dass die nicht verrutschen. Weil sonst kann es passieren, dass die sich, die sind ja nur so gummiert hier, dass die sich ein bisschen zusammenziehen und dann die wegkippen, die einzelnen Latten. Die Rollroste waren in dem Fall von dem ganzen Bett sogar das teuerste am Ganzen. Ne? Die beiden Bretter, oben und unten, die sind relativ teuer. Kann ich nicht genau sagen mehr den Preis. Und die Rahmenhölzer sind recht billig. Und die Rollroste hat wohl immer damals bei 30 € gekostet bei IKEA. Kann sein, dass sie jetzt ein bisschen teurer sind. Der war vielleicht sogar etwas billiger, der 1 Meter Rollrost. Ja, und dazu habe ich einfach, ja, was ist einfach, die kann man jede Matratze nehmen, aber haben wir Aldi-Matratzen genommen. Die Aldi-Matratzen, die gab es auch günstig im Ausverkauf. Ich mach mal kurz rum, die gab es relativ günstig, also ein bisschen verbilligt. Und wir haben auch mal teure Matratzen gekauft und die teuren Matratzen, die haben, ja,
die haben sich scheiße geschlafen. Und mit diesen Aldi-Matratzen bin ich halt irgendwie noch am besten gefahren. Und die sind im Stiftung Warentest noch nicht mal schlecht gewesen. Die Matratzen kann sich dann jeder selber aussuchen. Wichtig ist, dass ein Lattenrost drunter ist. Und so hat man schon 0, nichts ein großes Bett gebaut, ein Familienbett oder einfach ein Bett für eine einzelne Person, was auch hinterlüftet ist. Ja, vielleicht hat euch das irgendwie weitergeholfen. Wenn ihr Interesse habt oder was, oder wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, abonnieren. Ansonsten Fragen stellen, wenn euch irgendwie noch was unklar ist. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.